Habe ich auch schon mal aus Versehen Bügel zerbrochen. Ich glaube nicht, dass ich das irgendwann mal lesen werde. Vor allem, weil ich auch Chemie jetzt abgewählt habe in der Oberstufe. Irgendwie wollte ich das Ganze ja nur sortieren und irgendwie organisieren. Und jetzt bin ich auch schon dabei auszumisten und habe jetzt hier auch schon wieder so einen ganzen Stapel mit Sachen, die ich nicht mehr brauche oder nicht. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir und auch schon zum Tag 3 von 7. Heute werden wir mal anfangen, unser Zimmer aufzuräumen und ein bisschen auszumisten. Ich würde gar nicht sagen, dass mein Zimmer irgendwie in so einem Zustand ist, den ich ganz schlimm finde, wo ich denke, das ist alles zugemüllt und ich muss so viel ausmisten. Aber ich finde irgendwie, dass so aufräumen und ausmisten, beziehungsweise eher aufräumen, irgendwie voll das meditative Gefühl hat, also Gefühl rüberbringt. Ich weiß nicht, mir macht das irgendwie Spaß und es ist befreiend und es hilft mir irgendwie, mich wieder zu ordnen. Und deswegen möchte ich das voll gerne machen und ich hoffe mal, dass es für euch so ähnlich ist. Und deswegen werden wir direkt auch anfangen. Und zwar werden wir anfangen mit der schlimmsten Sache in meinem Zimmer, wahrscheinlich mit meinem so ordentlichen Bücherregal. Das ist irgendwie jetzt auch voll das Geheimnis, was gelüftet wird, denn irgendwie habe ich halt immer das Bücherregal abgedeckt, weil ich immer meinte, so, ja, mir gefällt es nicht. Heute werdet ihr es erstmal sehen. Jetzt denkt ihr bestimmt, das ist mega spannend. So spannend ist es jetzt auch nicht, aber ja. Ihr werdet jetzt mal abmachen und jetzt mein schönes Regal sehen, was so unordentlich ist. Eieiei. Ja, also ich habe da wirklich allen möglichen Kram drin. Ich habe vor allem hier natürlich Bücher drin. Hier sind die Bücher, die ich schon gelesen habe. Hier, die ich noch lesen möchte. Dann habe ich hier noch so Schreibkram. Und ich würde sagen, ich gehe das Ganze jetzt wirklich mal Schritt für Schritt durch. Ich werde zum Beispiel jetzt die Bücher, die ich nicht mehr lesen möchte, werde ich dann auf einen Haufen packen, um das dann zu verkaufen bzw. zu verschenken. Das hier sind übrigens die einzigen Bücher, die ich schon gelesen habe, die ich trotzdem auch noch behalten möchte. Also das hier sind Gedichtsbände, das hier ist Romeo und Julia und dann habe ich noch ein koreanisches Lernbuch, ein buddhistisches Buch, das ist so eine Geschichte und dann habe ich das, das und das noch, diese Bücher. Und das sind wirklich die einzigen, die ich sozusagen glaube, dass ich sie mehrmals lesen werde oder noch behalten möchte für spätere Referenzen. Und alles andere sind Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Das sind halt so Bücher, zum Beispiel Basiswissen Chemie. Ich glaube nicht, dass ich das irgendwann mal lesen werde, vor allem, weil ich auch Chemie jetzt abgewählt habe in der Oberstufe. Also die Sache ist, ich habe hier Basiswissen, Geografie und Chemie und das sind beides Fächer, die ich abgewählt habe bzw. abwählen musste, weil man darf halt nur relativ wenige Fächer bei uns weitermachen. Und deswegen sind das so zwei Fächer, die ich einfach nicht mehr habe. Und ich glaube nicht, dass ich das so zu Hause einfach so random lesen werde. Auch wenn es eigentlich schon spannend ist, aber jemand anderes würde die vielleicht besser gebrauchen können. Tatsächlich habe ich aber auch die meisten Bücher, die sind gar nicht selbst gekauft, sondern von meiner Oma bekommen. Also ich habe letztens mal, okay letztens, das ist schon ein Jahr her, da habe ich meiner Oma geholfen, ihr Bücherregal auszusortieren und habe da einige Bücher gefunden, die mich interessieren. Da meinte sie so, ja, nimm die mit und sowas und deswegen habe ich jetzt hier einige Bücher, die ich noch lesen möchte. Ja, aber ich bin sehr froh, dass wir das heute aufräumen, weil ich bin ja immer so, ja, mein Bücherregal, ich möchte das nicht zeigen, weil ich immer denke, dass es voll ordentlich ist und ich freue mich jetzt, dass wir es ein bisschen sauber machen und ein bisschen aufräumen, dass es wieder zeigbar ist. Zeigbar. Relativ schnell. Ich habe jetzt hier oben die Bücher, die ich schon gelesen habe und die ich behalten möchte. Und hier unten sind alle Bücher, die ich noch lesen möchte. Gehen wir mal zum nächsten Teil. Ich würde sagen, jetzt mal zu meinem Schreibtisch. Obwohl, ich glaube eigentlich, dass mein Schreibtisch und so dieses Regal hier keine Sachen sind, wo ich viel umräumen muss oder so, weil ich aber relativ zufrieden bin. Ich glaube, ein weiterer Punkt, mit dem ich nicht so ganz zufrieden bin, ist mein Kleiderschrank vielleicht.
Also was meinen Schrank angeht, hätte ich eigentlich voll gerne so eine Capsule Wardrobe, also sozusagen eine Garderobe, bei der alles zusammenpasst. Das heißt, man hat nur sehr wenige Teile, die aber alle miteinander zusammenpassen. Und ihr wisst, dass ich einen minimalistischen Lifestyle sehr unterstütze und versuche auch selbst minimalistisch zu leben. Weswegen ich auch relativ wenig, okay, das ist relativ, ich konsumiere eigentlich sehr, sehr wenig. Vor allem jetzt auch was Kleidung angeht, aber ich habe halt noch sehr, sehr viel, da ich davor in meinem Leben viele Kleidung hatte und viel gekauft habe. Und deswegen habe ich halt immer noch viel Kleidung. Und ich möchte nicht einfach alles, was ich jemals gekauft habe, irgendwie einfach so rausschmeißen, weil das ist halt auch nicht der Sinn dahinter, nachhaltig und minimalistisch zu leben. Aber ich sortiere auch immer noch ab und zu immer so Stück für Stück aus und gucke, was ich vielleicht weggeben kann, was anderen besser gefallen würde. Und ich würde eigentlich voll gerne mal diese Capsule Wardrobe ausprobieren, aber ich denke, das mache ich nicht heute, sondern irgendwann mal in der Zukunft. Vielleicht kann ich jetzt auch mal ein Video machen, aber heute gucke ich vielleicht erstmal ganz grob durch. Aber wenn ich das alles so in Detail machen würde, wie ich es schon zweimal gemacht habe, dann dauert es auch den ganzen Tag. Und das wollen wir nicht. Deswegen gucke ich jetzt mal so grob durch, ob es so Sachen gibt, die ich irgendwie besser sortieren kann. Beispielsweise würde ich meine ganzen T-Shirts irgendwie lieber falten, also so, dass man die von oben besser sehen kann. Aber das Problem ist halt, dass ich nur 6 Schubladen hier unten habe und meine T-Shirts sind eigentlich hier drin. Also hier sind jetzt gerade meine ganzen Pullis und Hoodies drin, aber ich glaube, ich will jetzt hier meine T-Shirts einfach reinmachen, weil man die dann von oben besser sehen kann. Übrigens, ich finde es irgendwie voll schwierig, mich selbst so einzuschätzen in meiner Garderobe, sag ich mal, weil ich finde eigentlich, dass ich noch relativ viel Zeugs habe. Aber wenn ich mich so mit meinen FreundInnen oder meinen Freundinnen vergleiche, dann sagen die immer so, ja, du hast so wenig und sowas. Obwohl ich eigentlich finde, dass ich relativ viel habe und eigentlich noch, also gerne noch weniger hätte, wisst ihr, wie ich meine? Ja, vor allem, ich habe jetzt allein einfach schon hier 3 graue Pullis. Und es ist halt auch wieder so, ja, eigentlich nicht notwendig. Also mir fällt es mir relativ einfach, Dinge rauszuschmeißen. Ich habe auch gerade allein schon 3 Pullis wieder rausgeschmissen. Und ich weiß nicht, also irgendwie, wenn ich alles durchgucke, denke ich mir so, ja, das kann raus, das kann weg und so. Ich glaube, ich bin da gar nicht so voll der Einzelfall, weil alle, also so ganz viele Leute von euch schreiben mir immer so, ja, mir fällt es super schwierig, Dinge abzugeben und so. Und ich bin so, ja, alles kann eigentlich raus. Und auch das hier eigentlich, also so diesen Pulli, den finde ich eigentlich voll schön. Ich glaube, der passt auch zu mir. Aber der ist einfach richtig ungemütlich. Also ich ziehe ihn vielleicht nachher nochmal an und gucke dann, sonst mache ich den auch weg. Das sind jetzt übrigens meine T-Shirts und wir sind sehr unordentlich. Und ich freue mich sehr, das gleich hier jetzt reinzumachen, da unten. Ach. Das sind jetzt hier alle Shirts, die ich besitze und ich bin auch viel zufriedener als mit der anderen Organisation, die ich davor hatte. Wenn man so alles viel besser sieht, also das sind alle Dinge, die ich besitze. Das sind hier so die Sachen, die ich zum Schlafen trage, würde ich vielleicht eher sagen. Und das andere sind so normale T-Shirts und dann habe ich hier noch 2, die ich geschenkt bekommen habe. Also das sind eher so Statement-Sachen, würde ich sagen, die ich jetzt nicht so regelmäßig trage, sondern das sind halt eher so die Basics. Aber ich glaube, ich würde die einfach auch hier hinlegen und ja. Vor allem ist mittlerweile einfach schon 15 Uhr und irgendwie wollte ich das Ganze ja nur sortieren und irgendwie organisieren. Und jetzt bin ich einfach schon dabei auszumisten und habe jetzt hier auch schon wieder so einen ganzen Stapel mit Sachen, die ich nicht mehr brauche oder nicht mehr behalten möchte. Und wie kann das passieren? Ich wollte doch nur die Sachen umorganisieren.
Leute, mittlerweile ist es schon Mittwoch, also der nächste Tag. Und ich habe mich dazu entschieden, dass wir heute einfach einen zweiten Teil machen werden von der ganzen Aufräum-Organisationsreihe, sage ich mal. Denn irgendwie habe ich immer noch super viel zu tun und ich weiß auch nicht, wie man das in einem Tag schaffen soll. Ja, ist echt unordentlich hier. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach morgen in dem Video wieder. Da es dort dann den zweiten Teil gibt. Deswegen wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns dann morgen hier wiedersehen beim Tag 2 vom Aufräumen. Und ja, bis morgen, habt noch einen schönen Tag.